Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Für ihn schlagen. Herzlich willkommen. Aus ist im Seestadion. Wir haben 4:1 gewonnen. Florian Fußballgott de Brate, wie die Fans ihn nennen, ist bei uns. Hallo Florian. Servus. Was sagst du zum Spiel? Ja, wir sind eigentlich ganz gut reingekommen. Haben dann ein bisschen Faden verloren. War, wie ich finde, ein bisschen ein Beispiel wie Dachau, ein bisschen arrogant gewirkt und viele einfache Abspielfehler. Und dann sind wir halt auch dumm in Rückstand geraten, was halt auch eine Fehlerkette dann am Ende ist, wie ich finde. Aber weil wir wussten, dass wir stark genug sind und dann hilft uns halt eine Standard. Und mit Leuten wie Giggs, Dennis oder Knauer sind wir halt, oder Steinacher auch, sind wir halt stark da vorne. Und das hat uns halt schon gut zurückgeholfen, dass wir halt vor der Halbzeit dann das 2-1 zu machen, war wirklich Gold wert. Und nach der Halbzeit haben wir aber was wirklich ärgerlich ist und was man immer wieder sieht bei uns, ist, wenn wir klar führen, schaffen wir es halt nicht, ernst zu Ende zu spielen, sondern wir erarbeiten uns keine Chance mehr, keine zwingenden mehr. Und da müssen wir halt dran arbeiten. Man lässt es in Ruhe ausklingen, kann man das so sagen? Ja, aber andere bestrafen das halt. Und dann geht es vielleicht 4-3 und dann schwimmst du wieder. Ich sag halt immer, wenn einer da liegt, dann muss ich es annehmen. Und so hart sich es anhört, dann muss ich halt drauf treten. Ich meine, das ist ja nicht wörtlich gemeint, aber wenn er mir schon die Steilvorlage gibt, wie hier, dass wir auch nach der Halbzeit wieder schnell 2 Hütten machen, dann muss ich das 5. und 6. nachlegen, meiner Meinung nach. Aber das ist vielleicht doch noch am Anfang der Saison. Vielleicht müssen wir da erst noch ein bisschen reifen, das kann auch sein. Auch wenn du sagst, ihr wart stark genug, ich habe dich ja ein bisschen beobachtet während des Spiels. Es gab so 1-2 Szenen, da hast du einmal groß laut geschrien, da hast du dich, glaube ich, über dich selber ein bisschen geärgert und auch über die Mannschaft. Wann erwartest du, dass wir mal 2 Halbzeiten sehen, wo du einigermaßen dann sehr zufrieden bist oder einigermaßen, dass es passt? Ja, ich hoffe bald, weil es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben viel Zeit, weil durch diese englischen Wochen ist es halt so, dass du auch viel verspielen kannst und wir sollten halt uns in der Liga sollten wir uns keine so Momente gönnen, wie wir es jetzt machen, weil es gibt dann auch Gegner, nicht, dass ich einen schlecht reden will, aber es gibt auch Gegner, die können das wahrscheinlich viel früher gnadenlos ausnutzen und dann siehe Dachau, dann rennst du hinterher und kommst nicht hinterher und da müssen wir einfach schauen, dass wir schneller in die Gänge kommen, schneller dominant sind. Ich meine, das haben wir ja drauf, ich meine, wir beweisen es ja. Aber wir müssen es halt auch dann machen, wenn es mal nicht so läuft. Und da kommt es halt auf Leute wie mich, Giggs und so an. Und dann, darüber ärgere ich mich halt, dass ich momentan noch nicht so kann, wie ich will. Ja, du bist ja auch noch ein bisschen angeschlagen, in Anführungszeichen. Wurdest ja auch nach 60, 70 Minuten wieder ausgewechselt. Ich glaube, das hat auch mit dem Ergebnis zu tun, dass man dich dann auch ein bisschen schont. Aber wann rechnest du damit, dass du wieder der Alte bist, wie wir ihn aus der Bayernliga vom Spielerischen kennen, nicht von der Figur natürlich? Ja, das kommt natürlich jetzt ganz drauf an, wie die Ergebnisse dann auch schon, die ich dann jetzt in der Woche übermittelt bekomme. Stand jetzt ist es so, dass ich wegen meinem Darm auf gewisse Sachen achten muss und bin da relativ schnell platt und müde. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich eigentlich von der Fitness her, denke ich, ganz gut mithalten könnte jetzt, aber das setzt mir ganz schön zu. Ist halt abgesprochen, wenn wir natürlich so ein Ergebnis relativ schnell erzielen können, ist es natürlich schön, sich mal eine Pause zu gönnen oder halt die Pause zu bekommen. Und bei unserer Breite des Kaders sieht man ja, ist es ja jetzt auch kein Beinbruch, wenn ich jetzt mal rausgehe oder so. Das heißt also im Umkehrschluss, die Mannschaft reißt die 16 Minuten Arsch auf, damit du dich dann ausruhen kannst und schnell wieder fit werden kannst? Ja, wenn das jedes Spiel so geht, nein, ich habe schon den Anspruch an mich selbst, 90 Minuten auf dem Feld zu stehen. Aber Stand jetzt geht's noch nicht und die Mannschaft macht es mir leicht, wie auch jetzt seit unter der Woche schon, dann irgendwann vom Feld gehen zu können und das ist natürlich schön, aber wie gesagt, mein Anspruch ist es, 90 Minuten zu arbeiten. Ja, wer dich kennt, weiß das ja auch. Und zu machen, aber ich denke, es ist Woche für Woche ein Schritt nach vorne, mir geht es immer wieder ein Stück besser und jetzt schauen wir, was draus kommt. Da du Schritt für Schritt jede Woche gerade erwähnt hast, nächste Woche geht es gegen Wolfratshausen, unangenehmer Gegner für uns, haben wir bisher noch nie so gut ausgeschaut, was nimmst du dir vor? Ja, auf jeden Fall mal erstmal besser zu spielen in Wolfratshausen als mein erstes Bayernligaspiel in Wolfratshausen. Ich habe einen katastrophalen Fehler und ein Wachenheim und ein paar Bayernligaspiele beraubt. Aber wir wissen, was sie können. Die wissen auch, was wir können. Der Trainer war heute auch da, habe ich gesehen. Und wir wollen unser Spiel durchziehen und da ist es dann am Ende auch egal, wer der Gegner ist. Und deswegen von Spiel zu Spiel schauen. Wolfratshausen, es gibt ein paar Punkte, auf die wir achten müssen.
Und, was wir halt auf gar keinen Fall machen dürfen, ist auch Wolfertshausen nicht zu unterschätzen, weil die sind auch nicht so schlecht aus den Startlöchern gekommen. Und ich glaube, in der Liga darfst du niemanden unterschätzen, weil ich glaube, es bereitet jeder Probleme. Und da ist Wolfertshausen mit Sicherheit eine Mannschaft, die uns gerne Probleme bereiten kann. Das heißt also, du nimmst dir vor, beziehungsweise das Team, 3 Punkte mit nach Hause zu bringen? Ja, also ehrlich gesagt ist das in jedem Spiel so. Wir haben den Anspruch, dass wir offensiv Fußball spielen wollen, und dann muss auch das Ergebnis stimmen. Sicherlich werden wir auch verlieren, aber ins Spiel gehen wir mit einem klaren Vorgabe, wir wollen natürlich gewinnen. Das will man immer, wenn man aufs Feld geht. Aber ob wir es umsetzen können, ist die große Frage. Aber ich bin guter Dinge. Also, wenn du guter Dinge bist, sag ich, ich bin auch guter Dinge. Die 3 Punkte nehmen wir mit nach Hause. Ich bin einfach ein bisschen optimistischer gerade. Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und freue mich natürlich über zahlreichen Besuch in Wolfertshausen. Auf Wiedersehen. Danke, ciao.